Willkommen zu Teil 2 der Videopräsentation, wie erstelle ich meinen eigenen Gameplan. Im letzten Teil haben wir uns angeguckt, wie man sich einen A-Game und einen dazu passenden Plan B überlegt. Auf diesem Grund und Fundament wollen wir heute aufbauen, weiter und unseren Gameplan weiter ausbauen. Wir gucken uns jetzt an, wie man so einen A-Game-Technikbaum weiter verästeln kann. Ja, wir haben uns jetzt einen A-Game und einen Plan B überlegt und vielleicht, wenn man damit arbeitet im Training und nach einer Zeit schon ein bisschen Expertise in den Positionen aufgebaut hat, dann stellt man fest, dass die Gegner immer kluge Antworten und Reaktionen auf unsere Techniken haben. Und es geht dann, wir kommen dann nicht drum herum, geht es eben darum, diese Techniken besser vorzubereiten, unsere Kerntechniken vorzubereiten und weitere gute Reaktionen eben auf die Reaktion des Gegners zu haben. Wir brauchen also ein Setup, hier blau dargestellt, und wir benötigen ein Follow-up zu jeder Technik, hier grün dargestellt. Wie ausgehend von unserem A-Game, das wir uns erstellt haben, ja, wo wir sagen, okay, wir fangen beide im Stand an, wir wollen die Top-Position haben und wir ringen, gucken wir uns an, wenn unsere beste Technik der Double-Leg-Takedown ist, wie kann man diesen Double-Leg-Takedown gut vorbereiten? Da stellt man schnell fest, die klassische Art, einen Double-Leg-Takedown vorzubereiten, ist das Anreißen oder auch der Head-Snap. Und dann guckt man sich an, wie funktioniert der Head-Snap eigentlich und welche Techniken würde ich normalerweise aus einem Head-Snap bekommen. Ja, also zum Beispiel ein Front-Headlock. Aber die klassische Reaktion auf einen Head-Snap ist, dass der Gegner seinen Kopf, um sich zu verteidigen, nach oben nimmt und dadurch den Double-Leg exponiert. Ja, also man kann den Headsnap zum Beispiel nutzen, um den Double Leg vorzubereiten. Genauso guckt man sich dann zum Beispiel auf der anderen Seite an, was ist denn die typische Reaktion des Gegners auf einen Double Leg Versuch. Und der Gegner wird in der Regel sprawlen. Wenn ein Gegner sprawlt, dann exponiert er aber wiederum seine Beine, streckt die Beine lang aus. Also kann man sich angucken, ist es vielleicht sinnvoll, wenn der Gegner meinen Double-Leg-Takedown mit einem Sprawl verteidigt, dass ich in einen Guard-Pull wechsle und versuche, in die Single-Leg-X-Guard zu kommen oder in Leg-Blocks reinzukommen. Ja? Dann kann man sich genauso auch beim Guard-Passing angucken. Der Knee-Slide-Pass ist mein bester Guard-Pass, aber für einen Knee-Slide-Pass brauche ich die Inside-Position. Wenn der Gegner mir die Inside-Position nicht einfach so gibt, dann muss ich vielleicht gucken, wie ich mir diese Inside-Position erarbeiten kann. Wie kann ich die vorbereiten? Vielleicht kann ich einen Toreando-Pass machen und der Gegner ist gezwungen, seine Füße voneinander zu entfernen und mir die Inside-Position zu geben. Und genauso kann ich mir auch angucken, wenn ich schon im Knee-Slide bin und versuche, in die Side-Control zu gelangen, was passiert, wenn der Gegner framed? Öffnet er mir möglicherweise die Option, dass ich einen Backstep in die Inside, in Inside Sankaku machen kann. Von dort aus ich dann entweder auf Leglocks wechseln könnte oder erneut am Guard Pass arbeiten könnte. Und auch aus der Side Control ergeben sich natürlich viele Optionen. Meine Kerntechnik ist der enge Aufstieg in die Mount, den Weg weiter in die Mount zu verfolgen. Wenn der Gegner das blockiert, na gut, vielleicht kann ich erstmal einen Nearside-Armkill durchführen, damit der Gegner schon mal einen Arm weniger hat, mit dem er die Mount verteidigen kann. Ebenso kann ich mir auch angucken, na gut, vielleicht bin ich schon dabei, mit dem Knie überzusteigen. Der Gegner blockiert eben das Knie. Dann vielleicht exponiert er seinen entfernten Arm und ich kann den Arm greifen und einen Step-Over-Armbar machen. Und ebenso auch, wenn ich schon in der Mount bin und den Armbar angreifen möchte, der Gegner verteidigt, hält seine Ellenbogen eng, da muss ich vielleicht erstmal eine Technik zum Vorbereiten durchführen, wie zum Beispiel den Gift Wrap. Mit dem Gift Wrap kann ich dann den Arm isolieren und einen Armbar durchführen. Oder aber ich bin schon im Armbar und der Gegner verteidigt. Vielleicht kommt er hoch. Welche Folgetechnik kann ich dann durchführen? Möglicherweise einen Triangle. Ja, und diese Verästelung kann ich dann auch beliebig fortführen. Wenn ich einmal damit angefangen habe und eben mir überlegt habe, welche Vorbereitungs- und Nachbereitungstechniken ich für jede meiner Kerntechniken habe, dann stelle ich fest, dass es vielleicht noch mehr gibt. Ja, mein Gameplan entwickelt sich ja über die Zeit weiter. Möglicherweise lerne ich neue Techniken, die ich einbauen kann. Wenn ich eine Technik im Training gezeigt bekomme oder aus einem Instructional eine Technik kennenlerne, stelle ich fest, hey, das passt ja genau zu den Situationen, die bei mir immer im Sparring entstehen. Vielleicht kann ich diese Technik einbauen. Ja, dann finden sich weitere Optionen. Oder aber die Gegner stellen sich auf mich ein. Meine Trainingspartner im Training, die auch meine Kerntechniken nach einer Zeit natürlich kennenlernen,
und auch spezialisierte Reaktionen auf meine Techniken entwickeln. Vielleicht kann ich die wiederum kontern, indem ich eigene spezialisierte Techniken entwickle oder vorbereite, die mir wiederum die Rückkehr zu meinen Kerntechniken ermöglichen. Ja, also man weitet im Prinzip dieses Konzept aus. Man kann das natürlich auch schrittweise noch steigern. Man kann dann auch Vorbereitungstechniken für die Vorbereitungstechniken entwickeln. Also wie im Schach im Prinzip zwei, drei Züge im Voraus denken. Allerdings muss man da auch immer sehr aufpassen, weil man kann sich da auch ein bisschen im Klein-Klein verlieren. Und ja, Kampfsituationen sind in der Regel sehr dynamisch. Da ergeben sich diese Situationen, welche Techniken man jetzt machen muss. Manchmal auch sehr, sehr schnell und man muss schnell reagieren. Da könnte man mit einem zu komplexen, zu fein verästelten Technikbaum schnell auch den Überblick verlieren. Ja? Aber nichtsdestotrotz, man kann sich das trotzdem mal ein bisschen zurechtlegen und mal schauen, wo das eigene Limit ist. In jedem Fall sollte man eine Sache beachten, dass sich alle Techniken, die ich berücksichtige, irgendwo im Dunstkreis meiner Kerntechniken bewegen. Ja, einfach nicht einfach aus heiterem Himmel irgendeine Technik einbauen, ja, wie so ein Mosaikstein, das völlig für sich alleine steht. Denn da fehlt mir dann vermutlich in der Regel das Verständnis, wie ich diese Technik irgendwo in meinem Gameplan unterbringen kann. Und das ergibt dann halt nicht so viel Sinn. Das wäre dann eher ein Teil für den nächsten Schritt. Im nächsten Schritt gucken wir uns dann nämlich an, wie kann man komplett neue Technikbäume erstellen. Ja, also im Prinzip eine Art Alternative zu unserem Plan B, einen weiteren Plan C, Plan D, Plan E. Das sind eigene Technikbäume, die quasi für sich alleine stehen und für konkrete Situationen gedacht sind. Wir sind ja am Anfang von dieser Situation ausgegangen, dass wir beide im Stand starten. Gegner und ich sind beide im Stand und beide wollen die Top-Position haben, wollen ringen. Und jetzt stellen wir aber vielleicht fest, dass unser Gegner ein deutlich besserer Ringer ist und wir möglicherweise dazu gezwungen sind, einen Guardpull zu machen. Na gut, welche Optionen hätte man denn aus dem Guardpull? Welche Technikkette könnte ich aus meinen möglichst besten Techniken aus einem Guardpull zusammenstellen? Da stelle ich vielleicht fest, ah, ich habe da doch noch einen guten Sweep, bei dem ich in einer Ashigarami-Position lande und von dort aus kann ich vielleicht auf mein Ashigarami-Game switchen. Und dann ist meine Ziel-Submission vielleicht auch gar nicht mehr der Armbar aus der Mount, sondern vielleicht möchte ich hier doch einen Inside-Heel-Hook machen. Genauso habe ich auch vielleicht die Situation, dass der Gegner einen Guard-Pull macht. Ja, wir fangen im Stand an und plötzlich pullt der Gegner Guard. Das ist für uns immer in der Regel ein Zeichen dafür, dass der Gegner sich in dieser Situation sehr wohl fühlt. Und vielleicht muss ich gucken, dass ich einen Guard-Pass mache, der für mich möglichst sicher ist, der dem Gegner nicht zu viele Optionen eröffnet. Ja, das könnte aber trotzdem auch zum Beispiel unser A-Game sein, weil im A-Game haben wir ja gesagt, unser bester Pass ist der Knee-Slide. Also vielleicht ist das dann trotzdem die richtige Wahl. Oder aber ich entwickle einen komplett neuen Technikbaum für die Situation, wenn der Gegner einen Takedown bekommt und ich sofort in einer defensiven Guard-Situation lande. Ja, also denkbar sind viele, viele Technikbäume und je fortgeschrittener man wird, desto mehr von diesen Technikbäumen kommen dazu. Und unsere Aufgabe ist es auch hier immer zu gucken, wo sind die Synergien und wo sind die Anknüpfungspunkte mit unserem A-Game und unserem Plan B. Ja, dass wir versuchen, möglichst von einem Technikbaum zum anderen zu switchen. Und immer zurückzukehren zu unseren besten Techniken. So, und damit kommen wir auch schon zu dem Teil, welche Effekte es hat, wenn man so einen systematisierten Gameplan über die Zeit erstellt hat. Der erste und wichtigste Punkt ist, wie ich auch schon im ersten Video erwähnt habe, dass man sich sehr schnell verbessert. Ja, über Nacht kann man sich hier verbessern. Wenn man einmal eben festgestellt hat, was sind eigentlich meine besten Techniken, und man seinen gesamten Kampfstil um diese Techniken herum gruppiert, dann stellt man fest, dass man halt sehr automatisiert kämpfen kann. Man visiert schon, ohne darüber nachzudenken, immer seine besten Techniken an, sodass der Gegner immer das Gefühl hat, dass er sich nicht auf dem Territorium bewegt, wo er sich gut auskennt. Ja, wir wollen die Aktion vorgeben, wir wollen die Dynamik im Kampf vorgeben. Und wenn wir automatisierte Techniken haben, über die wir nicht mehr so viel nachdenken müssen, dann stimmt unser Timing immer, die Technik ist immer scharf und auf den Punkt genau, und wir sind dem Gegner immer einen Schritt voraus. Und auch ein sehr wichtiger Punkt, einen Gameplan zu haben, ist eure einzige Chance, einen insgesamt besseren Gegner zu bezwingen. Ja, wenn man vielleicht 2 Jahre dabei ist und schon vielleicht seinen Blaugurt bekommen hat,
Und man möchte gegen irgendjemanden kämpfen, der schon 10, 12, 15 Jahre dabei ist, vielleicht braun oder schwarzgurt ist, ja, und schon lange, lange im Grappling-Geschäft ist, viel Erfahrung hat, dann ist die Chance sehr gering, dass man gegen ihn gewinnt, wenn man mit dieser Einstellung reingeht, ja, ich gucke jetzt einfach mal, was passiert. Mal gucken, was ich kriegen kann und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, ich kämpfe einfach mal los. Mit so einer Einstellung werdet ihr es sehr, sehr schwierig haben, einen im Prinzip insgesamt besseren Gegner zu bezwingen. Aber wenn ihr euch in eben eure Techniken reinbegebt, eure Kerntechniken, in denen ihr jahrelang Expertise aufgebaut habt, wenn ihr euch da reinbegebt, dann habt ihr vielleicht eine realistischere Chance. Ja? Es ist halt nicht so, dass man, wenn man weiß oder blaugut ist, oder wenn man eben blaugut ist, dass man alle Techniken und alle diese Technikbäume, die man hat, dass man die alle auf Blaugurt-Niveau hat. Ja, wir haben einfach diese schöne Situation im Grappling-Sport, dass es viele, viele dieser Technikbäume gibt. Das mag im Stand-Up vielleicht ein bisschen linearer sein, aber gerade im Grappling gibt es viele Technikbäume, die sehr fein verästelt sind mit vielen Querverbindungen zueinander und es ist praktisch unmöglich, überall gleich gut zu sein. Und eure Aufgabe ist es dann, euren Technikbaum zu finden, der für euch fein verästelt und gut ausgearbeitet ist und den Gegner genau in diesen Technikbaum hineinzuziehen, wo eure guten Techniken sind. Es ist tatsächlich möglich, dann als Blaugurt zum Beispiel schon Expertise zu haben, die weit über den Gürtelgrad hinausgeht, in eben einem dieser Teilbereiche. Und wenn ihr es schafft, euren Gegner in diesen kleinen Teilbereich hineinzuziehen, wo ihr euch sehr gut auskennt und euer Gegner nicht, dann habt ihr eine realistische Chance, auch einen Gegner zu bezwingen, der theoretisch insgesamt auf alle Techniken übertragen der bessere sein sollte. Trotzdem gibt es auch einige Dinge, die man bedenken sollte, wenn man so einen Gameplan erstellt. Das Training ist dazu da, um euren Gameplan zu entwickeln, nicht um ihn stumpf abzuspulen. Ja, ihr müsst euch natürlich viel mit eurem Gameplan beschäftigen, gerade in der Anfangszeit, gerade als Anfänger oder gerade wenn man sich so einen Gameplan zurechtgelegt hat, den man jetzt mal verfolgen möchte, dann bewegt man sich natürlich viel in diesem Bereich. Man sammelt, wie ich schon gesagt habe, die Expertise in jeder dieser kleinen Teilpositionen. Allerdings ist es wichtig, dass man sich auch selber wieder neuen Reizen aussetzt. Die Situation vor dem Wettkampf ist meiner Meinung nach klar, da sollte man sein A-Game und sein Plan B einschleifen. Ja, das ist, man hält sein Schwert scharf und es gibt keinen Grund mehr, irgendwelche neuen komplexen Techniken noch in letzter Sekunde zu versuchen einzubauen. Aber nach dem Wettkampf, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt vielleicht ein paar Wochen Zeit, jetzt kann ich mich mal wieder mit neuen Dingen auseinandersetzen. Das ist der Moment, wo diese neuen Verästelungen oder neue Technikbäume ausgearbeitet werden. Ja, dann kann ich vielleicht beim nächsten Wettkampf jemanden überraschen, indem ich einen neuen Technikbaum auf dem Wettkampf abrufe oder aber einen neuen Twist zu meinem A-Game eingebaut habe, den der Gegner so noch nicht kennt. Ja, aber nichtsdestotrotz, es liegt an euch, euch selber in Positionen zu begeben, wo ihr euch nicht so auskennt. Das ist nun mal der Lauf der Dinge, dass man, bevor man Meisterschaft in einem bestimmten Bereich erlangt, muss man erstmal bereit sein, viele Niederlagen zu erlangen und erstmal eine Zeit lang eben schlecht zu sein. Diese Bereitschaft muss man haben, um nach und nach eben bessere Fähigkeiten aufzubauen. Und wenn ich dann Techniken gemeistert habe und die in meinen Gameplan integrieren kann, dann gucke ich eben weiter. Wie kann ich Stück für Stück meinen Gameplan weiter verästeln? Zuletzt ist noch wichtig, dass man immer die Defensive mit berücksichtigt. Man kann so weit gehen und hingehen und einen defensiven Technikbaum entwickeln. Man sollte aber aufpassen, dass dieser defensive Technikbaum nicht zu einem kontinuierlichen Verteidigungszyklus führt. Ja, wir möchten nicht ständig nur verteidigen, verteidigen, verteidigen. Sondern man sollte gucken, dass wir immer in der Offensive abschließen. Ja? Man kann sich natürlich für jede Situation, in der man landen kann, das sollte man auch berücksichtigen, sollte man sich überlegen, wie kommt man da raus. Aber am sinnvollsten ist es, diese Defensivreaktionen einfach eurem A-Game voranzustellen. Dass man einfach sagt, alles klar, ich befreie mich aus einer schlechten Situation und gehe sofort in die Offensive, sofort in meine Kerntechniken zu meinem A-Game kehre ich zurück. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, das hat euch gefallen und ich hoffe, dass die Tipps für euch hilfreich sind. Wie gesagt, meiner Meinung nach ist das eine gute Methode, um schnell Fortschritte zu machen. Ansonsten bleibt gesund und
Bis zum nächsten Mal.